den Vorstandsbereich Tarifpolitik bei uns in der GEW. Und wenn es zu Tarifverhandlungen kommt, wird Anja unsere Verhandlungsführerin sein. Anja, du hast das Wort. Die hat nämlich vier.
Investitionsplanung und den bösen Finanzsenator. Dabei haben die regierende Bürgermeisterin und ihre Bildungssenatorin einfach nur ihr Budget schon für andere Projekte verbraten. Auf jeden Fall würde lieber die ganze Stadt zubetonieren, anstatt endlich mal in Schulbau zu investieren, Kollegin. Und wir als GEW Berlin, wir alle, die ihr hier steht, haben uns auf den Weg gemacht. Es ist doch sonnenklar, dass sich niemand ausmalt, dass das morgen umgesetzt werden kann. Aber wir wollen, dass endlich ein verbindlicher Weg eingeschlagen wird und mehr Räume und mehr Personal. Und darum fordern wir einen Tarifvertrag für kleinere Klassen. Wir haben die Schnauze voll und jetzt machen wir richtig Druck. Für die ErzieherInnen in euren Schulen. Denn wir würden liebend gerne eine Forderung erheben für ErzieherInnen in dieser Auseinandersetzung, aber wir können es einfach aus rechtlichen Gründen nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass es okay ist, dass ErzieherInnen jetzt gerade in unseren Schulen dafür eingesetzt werden, zu beaufsichtigen auf bestreikten Arbeitsplätzen. Nicht okay. Geht mit euren Schulleitungen ins Gespräch. Die kriegen es hin, die Kinder zu Hause zu lassen, KollegInnen. Geht zurück in die Schulen morgen, grüßt die ErzieherInnen, redet mit euren Schulleitungen. Beim nächsten Mal sollen sie die Schulen einfach dicht machen. Wie geht das jetzt hier weiter mit uns, Kollegin? Regnet ja schon ein bisschen weniger? Der Senat meint offenkundig, er kann diese ganze Geschichte hier aussitzen, bis mit der Verbeamtung dann irgendwie Streit nicht mehr möglich ist. Aber da haben sie sich zu früh gefreut. Unsere Forderung ist nämlich längst Konsens in dieser Stadt, KollegInnen. Wir haben starke Bündnispartner. Schule muss anders. Grüße an euch. Wollen wir uns, dass die Berliner Eltern unsere Forderung unterstützen, KollegInnen. Die Eltern sind auf unserer Seite. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses wird dazu gleich noch eine Rede halten. KollegInnen, unser Arbeitskampf ist richtig. Unser Arbeitskampf ist angemessen. Und darum erfahren wir diese starke Solidarität in dieser Stadt und darüber hinaus bundesweit. Und wir alle, die GEW, die Eltern, die Bildungsbündnisse, wir sagen laut und deutlich, Bildung muss endlich wieder eine Lobby haben in Berlin. Nehmt endlich Geld in die Hand und investiert in Bildung statt Beton. Wieder Richtung Wahl geht, dass sie alle drei die Forderung nach kleineren Klassen 2021 in ihre Wahlprogramme geschrieben hatten. Und wenn sie dann 2023 vielleicht einen neuen Koalitionsvertrag verhandeln müssen, dann werden wir sie daran erinnern, KollegInnen. Wir wollen kleinere Klassen. Wir wollen einen Tarifvertrag. Jetzt! Ich hoffe, ihr seid noch nicht alle nachts auf die Unterhose. Verlasst euch drauf. Wir sehen uns hier wieder, wenn der Senat sich nach diesem Streik immer noch nicht bereit erklärt. Und wir halten hier alle noch ein bisschen aus. Musik, bis gleich. Herzlichen Dank, Anne Almers, Leiterin von unserem Vorstand für Tarifpolitik. Schreibt euch in die Streikliste ein, eure Streikliste.de. Und für die, denen jetzt noch ein bisschen kalt ist, gibt es jetzt nochmal Mucke von Brass Riot.